ist jetzt das eingetreten, wovor wir bereits vor den Wahlen gewarnt haben. Es geht nicht darum, ein Präsident für alle Österreicher zu sein, sondern der Herr Van der Bellen zieht knallhart seine ideologische Einfärbung durch, ja, und will nicht akzeptieren, dass es hier eine Demokratie gibt und dass es unter Umständen auch andere Mehrheiten gibt, die die Grünen nicht vorsehen. Und ich habe es sehr spannend gefunden, was er heute im Zuge der Bundesversammlung gesagt hat, weil da hat er ja noch von den wichtigen Werten der liberalen Demokratie gesprochen. Und wenn man sich anschaut, was er sozusagen für ein Amtsverständnis hat, dann gibt es eine leichte Textbildschere, ne, dass er am Tag vor seiner Angelobung kündigt er noch an, dass er den Obmann jener Partei, die stimmenstärkste ist, zumindest momentan in den Umfragen, gar nicht als Bundeskanzler angeloben möchte und auch gar keinen Regierungsbildungsauftrag geben möchte. Das spricht schon Bände, bestätigt das, was wir gesagt haben,